Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier beim großen Preis von Bahrain, hier auf dem König Abdul Mahatma Speedway. Ideale Bedingungen, die Sonne scheint, die Piste hat 72 Grad. Leider ist Sebastian Vettels Motor wieder explodiert. Danach ist aus unerfindlichen Gründen seine Boxencrew explodiert. Und wenn Sie sich fragen, warum hat der Ebel wieder so ein komisches Hemd an? Ja, das war Sebastian Vettel, der während eines Interviews vor meinen Augen explodiert ist. Sei es drum, mir gefällt. So, liebe Zuschauer, die Überreste von Sebastian Vettel wurden nun eingesammelt und wir schauen uns jetzt in der Boxengasse um, welche Prominenten sich sonst noch hier so herumtreiben. Und da sehe ich auch schon den absoluten Megapromi, aber nee, das war nur mein Spiegelbild, aber da, that's the bang, das ist der Knaller, watch your huge overpriced, that I meet you here, Pamela Anderson. Pamela Anderson? You have breakfasted a clown. Ja, ja, immer wieder für einen Scherz gut, die liebe Pam. Scheiße, jetzt weiß ich, wo er stehen kann. Me kicks a horse. can I have a... was heißt nochmal Auto auf Englisch? Car? Can I have a car? Come please, Bruce Willis. Bruce Willis? Wo? Der ist lustig. Ja, liebe Zuschauer, den guten Bruce Willis konnte ich leider nicht ausfindig machen, aber dafür sterbe ich hier gerne langsam. Was für ein Wortspiel in der Gegenwart der wohl berühmtesten Brüste der westlichen Welt. Danke. Ich habe aber auch noch andere Qualitäten, die groß sind. Nee, Quatsch, das war ein Witz. Ich hab gar keine. Entschuldige, aber du sprichst ja Deutsch. Ja, das habe ich richtig in der Schule gelernt. Also jetzt nicht oft, aber dafür selten. Mein Englisch ist aber not so well, because I can find the Wörter nicht so schnell. Dein Englisch ist aber gar nicht so schlecht. Danke, Eiknopf. Sag mal, hättest du nicht Lust, nachher mit mir das Warm-up gemeinsam zu machen? Do you understand? Switch.